Schritt zurück. 33 Jahre, 476 Kilometer, Volldampf, 17 Stunden. Das ist die Herausforderung, mit dieser wunderschönen AP an den Gardasee zu fahren. Die Idee dieser Sache ist vor wenigen Wochen entstanden. Wie überführt man dieses wunderbare Stück, sozusagen ein echter italienischer Reimport, zurück an den Lago? Auf eigener Achse. So kam es, dass letztendlich dieses gute Stück TÜV bekommen hat, ein H-Kennzeichen. Und heute Abend noch über Nesselwang, über Innsbruck, über den Brennerpass direkt an den Lago zurückgefahren wird. Ein echter Reimport. Lisetta e Thomas, welcome La Garda. Der Charity-Gedanke entstand ganz kurzfristig. Gestern Abend im Prosecco-Laune haben wir uns überlegt, warum verkaufen wir nicht jeden Kilometer für letztendlich einen guten Gedanken. Und so sind in Summe 1.900 Euro für die kleinen Spatzen zusammengekommen, um hier Kindern in Not zu helfen. Als echte Fahrtroute für dieses gute Stück, als Zwischenetappe zum ersten Testen bei wunderschönem Regen, direkt Haslach am wunderbaren Gründensee. Es geht dann weiter, und da liegt mein Hauptschmerz darin, durch den Tunnel rüber Richtung Reute. Und ich denke, dann werde ich sozusagen der Albtraum sein eines jeden Lkw-Fahrers direkt über den Fernpass. Aber es gibt auch Gutes. Je Stunde, nein, je 100 Kilometer Bordverpflegung, echtes Paulaner Weißbier für den Fahrer.